Wenn man übrigens runterrollt, beziehungsweise die Kugel benutzt, dann kann man um einiges mehr Speed bekommen, wie wenn man normal rennt. Deshalb mache ich das immer wieder. So. Hier geht es weiter. Wir zerstören diesen Roboter übrigens noch nebenbei. Und rennen nicht in die Explosion rein, genau. Hier schnappen wir uns die ganzen Gegner. Die Chaobox ignoriere ich jetzt mal, weil ich hier einfach durchrennen will. Durch hier. Hier lang. Und Sprung. Ah, Mann. Mist. Verdammt. Ich glaube, das war's mit meinem Rang A. Dann kann ich mich auch treffen lassen von euch Robotern. Geht sterben, bitte. Okay. Hier hoch. Ja, mit dem Ding da hätte ich jetzt ein paar Sachen kriegen können. Ich drehe mich in die Richtung, sonst falle ich wahrscheinlich runter, wenn der Doppelsprung-Bug wieder kommt. Und weiter geht's. So, diesen Roboter zerstören wir für unsere Punkte. Diesen Roboter eben. Oder auch nicht. Wie auch immer. Wir nehmen uns diese Rakete, fliegen durch die Luft. Und holen uns dieses Power-Up. 20 Ringe. Dann, wie gesagt, die Kugel lohnt sich hier um einiges mehr, wenn man nach unten fährt, beziehungsweise nach unten rollt. Weil wenn man rennt, dann ist das Doppelsprung, ich hasse dich. Immerhin geht das hier unten auch noch. Gut. Hier oben sind wir. Hier springen wir gegen das Geländer. Zack, zack und zack. Geht doch. Und hier nicht drauf. Ja, ist klar. Ist klar. Versau mir alles, Spiel. Versau mir alles. So, hier drauf. Da können wir nicht hoch. Ein Nachteil finde ich an den Geschichten. Ich spoilere euch jetzt einfach mal. Als Shadow kriegt man diese Bounce Attack nicht, die Sonic hat. Und weg aus dem Maschinengewehrfeuer vom Flugzeug. Genau, perfekt. Ich finde es echt schade, dass man mit Shadow nicht die Bounce Attack bekommt. Die finde ich cool. Hier entlang. Die hätte ich vielleicht noch töten können für Punkte, aber lassen wir das mal. Holen wir uns noch hier Ringe. Hier drüber und hüpfen. Durch und Boost. Ah, das läuft doch schon viel besser. Kann ich nicht meckern. Auch wenn mir die ganzen Bonuspunkte fehlen von den Stunts. Weshalb ich wahrscheinlich nur einen sehr schlechten Rang kriegen werde. Und auch hier. Zack, zack, zack. So. Hier geht's weiter. Und wir rennen in dieser... Ey. Welches Auto fährt bitte auf solchen Straßen? Jo. Bitte den rechten Looping nehmen auf der rechten Spur und den linken auf der linken Spur. Es macht keinen Unterschied, aber was soll es. Und das war verdammt knapp. Und hier kommt ein gescriptetes Event. Hier läuft Shadow nämlich 1:1 in der Linie drin. Ich kann ihn nicht steuern. Wow. Wie in den meisten Loopings. Aber das ist auch nur gut so. Stirb. Und ich glaube, das wird definitiv kein Rang A, weil Rang A war das zu schlecht. Punkt. Ich weiß so übrigens noch, dass in dieser Stage Rang A relativ schwer zu erreichen war. Da braucht man auch wirklich sehr viele Bonuspunkte. Rang C. Ich glaube, mit 80 Punkten mehr hätte ich Rang B gekriegt. Soweit ich mich erinnere. Ich habe hier Rang A's gehuntet. Also ich hatte, glaube ich, bei Radical Highway, der Stage hier, in allen fünf Missionen Rang A. Aber was nicht sein soll, das soll nicht sein. Komm schon. Ah, das kennen wir doch. What? It all starts with this. A jewel containing the ultimate power. That's the Chaos Emerald! Now I know what's going on! The military has mistaken me for the likes of you! So, where do you think you're going with that emerald? Say something, you fake hedgehog! Chaos Control! Uhr in der Pyramide. Was ist in der Pyramide um 22.18 Uhr? Eggquarters. Finde die drei Torschlüssel. Ach, jetzt muss ich das auch noch mit Rouge machen. Mann, oh Mann. This is Rouge. I have located Eggman's base and will proceed to enter it now. They hate to say it. I guess I'm going to have to find that key first. Jo.
Und ich würde sagen, hier vor dieser Tür mit den drei Schlüssellöchern mit Eggmans potthässlichem Gesicht drauf, werden wir eine Aufnahmepause einlegen. Ich hoffe, diese Aufnahme hat euch gefallen. Und ich sage mal, tschö, tschö. Man sieht sich.